Einen wunderschönen wünsche ich euch und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze mal wieder im E75, bin jetzt hier auf Wadi gelandet in einem 8er, 9er, 10er Gefecht mit einem Light und ohne Artis. Und wie ihr seht, auch ohne Mods. Es gab jetzt vor ein paar Stunden ein Update für WoT und mein Modpack wurde noch nicht aktualisiert. Dementsprechend ist uns aber egal. Ich zock trotzdem. Wie gesagt, jetzt hier auf Wadi, ich zisch nach links, aber ich dachte mir, das Replay, das lassen wir jetzt einfach mal laufen und ich lasse so einfach mal ein paar Infos droppen, so was hat sich in der letzten Zeit ergeben, was sind Zukunftspläne, also wir gucken uns jetzt hier, wenn ihr Bock habt, halt zwei Videos an und nebenbei palaber ich halt ein bisschen und angefangen auf jeden Fall mit wieder und auch zurecht. Riesen Dankeschön für jetzt gerade aktuell 519 Abonnenten. Ich danke wirklich echt riesig. Mich freut es wirklich total. Mich freut es, wenn ihr Spaß dran habt. Ich habe Spaß dran und wenn wir das alle haben, dann haben wir auch alle gewonnen. Von daher können wir das gerne so weitertreiben. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Abo. Ich freue mich aber allgemein auch über jeden Zuschauer. Also ich sehe das da persönlich nicht so eng. Das läuft sozusagen, wie es läuft. Aber ich will halt auf der anderen Seite auch so transparent wie möglich zu euch sein. Wenn ich sage wie möglich, dann würde ich damit eigentlich nur andeuten, dass so die ganze YouTube-Geschichte, ich mache das zwar jetzt ja seit einem Jahr, zwei Monate ungefähr, aber alles, was sozusagen neu bei YouTube für mich ist, muss ich dementsprechend mir erstmal so anlesen und pipapo. Und im Zuge des der 500 Abo-Marke konnte ich die Partnerschaft bei YouTube mich für bewerben. Und diese ist jetzt in den letzten Tagen, ich glaube gestern, ist die akzeptiert worden. Und dementsprechend kann ich euch jetzt sozusagen erweiterte Dienste anbieten, nenne ich es mal. Also im Groben und Ganzen ist das die Superchat-Geschichte, dann etwaige Emojis, die ich noch selber herstellen werde. Einen habe ich mittlerweile aus Testzwecken mal gemacht. Dazugehörige Kanalmitgliedschaft habe ich jetzt auch testweise erstmal gestartet. Einfach nur, um zu gucken, wie es funktioniert. Ne? Wie gesagt, um mich da reinzulesen. Die ist zwar, wie gesagt, jetzt alles aktiviert, einfach nur, ne, um zu wissen, wie es funktioniert, wie gesagt. Aber ich bin da auch ganz ehrlich, im Moment lohnt sich das nicht, irgendeine Kanalmitgliedschaft irgendwie in Erwägung zu ziehen. Da ist im Moment in keinster Weise irgendwie Content. Ich werde das auf jeden Fall auch jetzt sehr zeitnah nachholen, aber auch dann überlegt euch das. Natürlich ist es so, ich sag nicht nein. Ich denke, so ehrlich sollte man dann auch zu allen sein. Aber es ist nicht nötig. Ne? Gebt nicht euer letztes Hemd her. Ich mache das hier ja auch als Hobby und ich freue mich erstmal, dass wir hier überhaupt die 500 Abonnenten gerade erreicht haben. Nächster Schritt ist dann dementsprechend 1000 Abonnenten. Und ab dem Moment könnte man dann auch anfangen mit Werbeeinnahmen, also hier mit Werbung etwaige Einnahmen zu erzielen. Das erwähne ich, um jetzt einfach auch mal da dahingehend zu sagen, sämtliche Werbung, die gegebenenfalls derzeit vor oder nach oder während der Videos geschalten werden, damit habe ich persönlich in keinster Weise was zu tun im Moment. Das funktioniert tatsächlich erst bei 1000 Abonnenten. Will noch dazu sagen, dass auch so Sachen wie, ich habe keine Ahnung, ob ich da komplett ins Detail gehen darf überhaupt, ob YouTube da etwaige Richtlinien hat. Das sind ja tatsächlich Seiten über Seiten, die man da zu lesen hat. Dementsprechend gibt mir da auch ein bisschen Zeit. Falls ich da aber halt einfach frei bin, dann werde ich gegebenenfalls auch einfach mal so ein richtiges Infovideo machen, wo es tatsächlich dann nur darum geht, wo dann gegebenenfalls auch kein Replay ist, damit man sich halt konzentriert und so ein Kram. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt gerade sozusagen aktuell passiert. Wie gesagt, 500 Abo-Marke, das hat mich wirklich riesig gefreut. Einfach nur, weil es sozusagen von YouTube her der nächstlogische Schritt ist.
Jetzt hier einmal ganz kurz zu den Postgame-Stats. Ich werde dann in der zweiten Runde, falls ihr noch Bock drauf habt, dann noch ein bisschen weiter palabern. Aber ich dachte mir, die gucken wir uns jetzt hier noch einmal ganz kurz an und dann, wie gesagt, labere ich dann gleich weiter. Insgesamt durfte ich jetzt hier drei Kills abstauben, 3305 Schaden machen, 2140 blocken und 2916 durfte ich jetzt hier noch unterstützen. Bin einfach reingefahren. Als gäbe es keinen Morgen. Dementsprechend auch auf dem ersten Platz gelandet, hier mit 1262 XP. Und Trefferbild, na, das ist ja ganz schön grausig. Gerade mal die Hälfte ist bei reingegangen. Und trotz alledem wenigstens jetzt hier mit 33.728 Credits im Plus angekommen. Wie gesagt, wir sehen uns dann gleich einmal in der nächsten Runde. In der zweiten Runde bin ich auf Gletscher wieder 8er, 9er, 10er. Diesmal wieder ein Light, glaube ich. Sekunde. Ja, ein Light und zwei Artis und ich gehe nach rechts und ich laber direkt einfach mal weiter und lasse das Replay laufen. Also wie gesagt, die 500er Marke, die war sozusagen jetzt gerade der aktuellste Meilenstein, den ich erreicht habe. Der nächste ist sozusagen einfach, also der nächst logische Schritt für YouTube wäre dann sozusagen die 1000er Marke und das ist sozusagen das Ziel, wo ich im Moment die ganze Zeit darauf hinarbeite. Ich versuche weiterhin nebenbei einfach auch meine Fähigkeiten, was die Qualität der Videos angeht, zu verbessern. Persönlich würde ich jetzt, also falls euch sowas interessiert, ich benutze DaVinci zum Schneiden und OBS zum Aufnehmen. Und wie ihr wahrscheinlich auch merkt, spreche ich die Replays nach. Also ich zocke die Runden und irgendwann, wenn ich die Replays dann haben möchte, zocke ich die, laber ich die dann halt nach. Und wenn ich zum Beispiel DaVinci benutze, ich habe mir das Programm auch als Vollversion besorgt und dementsprechend habe ich da einige Möglichkeiten, um da sozusagen mich komplett auszutoben. Aber ich habe halt sehr, sehr schnell gemerkt, das Programm ist extrem umfangreich, extrem vielseitig und in keinster Weise selbsterklärend. Also bei mir läuft das dann halt in der Regel so ab, ich will irgendwas Bestimmtes lernen, guck, also so wie jeder andere auch, guck auf YouTube, erklär es mir oder lass es mir halt einmal von irgendjemandem erklären und versuch es dann halt umzusetzen danach, ne? Das klappt halt dann mal gut, mal semi-gut, mal gar nicht gut. Aber da gibt es halt auf jeden Fall die eine oder andere Baustelle, die ich dann sozusagen weiterhin angehen möchte. Weiterhin möchte ich natürlich auch regelmäßig andere und auch neue Spiele, also halt nicht nur andere, sondern auch regelmäßig halt unterschiedliche Spiele anbieten. Das wird höchstwahrscheinlich so ein Mix aus kleineren Spielen wie To the Core oder halt hier Yet to the Another Zombie Survivor oder wie es hieß und. Da gab es ja Brotato und so ein Kram. Aber ich will zum Beispiel auch, um das einmal vielleicht ein bisschen zu spoilern, wieder mit DayZ anfangen. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich Schiffe und Tarkov jetzt dann auch mit reinnehmen werde. Dadurch, dass jetzt hier die Geschichte mit Disfigure zu Ende ist, bis da halt irgendwas Neues kommen sollte. Und bei The Core noch, ich würde mal sagen, noch ein Video kommt, habe ich danach sozusagen wieder Platz für andere Spiele, die dann zum Beispiel, wie halt erwähnt, Schiffe und Tarkov und irgendwas. Wenn ihr Wünsche habt, haut da raus. Wenn ihr Vorschläge habt, haut da raus. Ich bin da offen. Die ganzen Panzerwünsche wie Batchet und sag schon und 121B habe ich noch auf dem Schirm. Auch den Centurion, also ne, sind halt jedes Mal ca. 8 Millionen pro Panzer, aber ich glaube, sind alles 10er Panzer gewesen. Also mit Einbauteilen und sind es ca. 8 Millionen dann pro Panzer. Dementsprechend sparen wir uns jetzt da einmal durch. Und ansonsten, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, haut da raus.
Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, haut da raus. Auf jeden Fall, ja, ich kann nur Danke sagen, ne? Auf jeden Fall, wirklich vielen, vielen Dank. Ich fand, das war jetzt so ein schöner Schluss. Die Runde ist zwar noch nicht zu Ende, aber ich würde einfach mal sagen, ich gehe so ein bisschen auf die Runde ein oder auf den E75. Ultra starker Panzer. Falls ihr ihn nicht habt, Kaufempfehlung. Auf jeden Fall. Auf Stufe 9. Einer der besten Heavys, den man haben kann. Ist ein bisschen langsam. Aber ihr habt es ja in der letzten Runde gesehen. So ein TD, den rammt er halt einfach weg. Oder so ein Skoda, der halt dreimal in den Ketten hängen bleibt. Ist halt, oder zweimal, ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Das ist dann halt schon ein kleines Brett. Wegrammen tun wir den auch noch. Die Kanone, deutscher Heavy-like, relativ genau. Panzerung, zumindest jetzt hier in so einem gemischten Gefecht, auf jeden Fall existent. Ist halt groß, ist halt langsam. Das sind die Nachteile. Ist halt so ein typischer deutscher Brotkastenpanzer. Aber er performt echt gut. Und für die Kellen, die er raushaut, hat er eine relativ gute DPM, muss ich sagen. Also da gibt es auf jeden Fall schlechtere. Und ist ein Sidescrape-Panzer. Das kann man, denke ich, noch so als Abschluss sagen. In der Runde konnte ich jetzt hier 4 Kills abstauben, 2982 Schaden machen, 2490 sind gebounced und 31 durfte ich unterstützen. Das Ganze hat fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 2 gereicht. Und für einen zweiten Platz auch noch. Mit 1075 XP bin ich da gelandet. Hier sieht das Trefferbild auch marginal besser aus. Hier sind wir bei 2/3 angelangt, 9, 8 und 6. Und hier sind wir, warum auch immer, im Minus rausgegangen. Kann ich mir nicht erklären. In der ersten sind wir ja auch im Plus gewesen. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.